Herzlich willkommen zurück zu Ori und dem erleuchteten Nebelforst. Zu 94% haben wir den Nebelforst entdeckt, aber wir haben viel, viel größere Wege gemacht als dieser kleine Gang hier. Aber dahinter müssen wir unbedingt nochmal. Und wir gehen den Leuten mal ein bisschen aus dem... Hallo, das war die falsche Taste. Das war die falsche. Okay. Trotzdem, hier muss irgendwas noch passieren, weil diese Laternen da oben, die sind noch nicht an. Irgendwas muss doch noch passieren. Natürlich, geh doch genau. Spring doch genau rein. Das ist schon okay. Vor allen Dingen brauchen wir das vielleicht, den Typen. Wie soll ich denn da hochkommen jetzt? Klasse. Wie soll ich denn da hochkommen? Lieber erstmal sterben, natürlich von ganz vorne, weil wozu braucht man denn abspeichern? Abspeichern ist doch das ja. Vollhonks. Ich muss nochmal dieses komische Kärtchen da. Man sieht ja da nichts. Bei da oben rechts könnte auch noch irgendwas sein. Da oben. Da und die Lichter, die machen mich schon ein bisschen. Ja, die Lichter, ich kann die ja nicht. Ah, da drüben. Okay. Aber nee, da muss noch was kommen. Hier. Überall, die kann ich alle nicht ansprechen. Halt. Wo ist denn jetzt die? Da oben. Da oben hinten, aber da komme ich ja gar nicht ran. Und hier? Halt, nicht sterben, nicht sterben! Ich habe wieder nicht abgespeichert. Ja, natürlich. Jetzt habe ich aber abgespeichert. Aber sowas von. Ja, da drüben war ich ja schon. Da hat sich leider nichts ergeben. Da oben hat sich ja auch nichts ergeben. Ja, da komme ich so nicht hoch. Den könnte ich eventuell nicht. Nee, ich komme. Ah, doch, da. Vielleicht da ran. Hält er sich nicht fest. Na. Jetzt laufe ich extra hier hinter und dann ist hier hinten nichts. Außer der Tod.
Klasse, da freue ich mich aber. Ungemein. Da lässt er wieder los. Na los, fast hättest du es doch geschafft. Na los, komm doch mal hierher. Die Dinger. Ja, treff mich doch. Ich kann... Warte mal, ich müsste... Nee, es geht nicht. Wir probieren es noch einmal und dann lassen wir den komischen Stein da drüben sein. Sind wir einfach noch... Noch zu klein dafür. Ich hasse das. Dinger hasse ich wirklich. Ja. Es ging doch ganz gut. Eine Fähigkeitenzelle gefunden, mein Freund. Und sonst? Aber da drunter ist auch noch irgendwas. Zumindest ja, da. Da geht ein Gang runter. Da geht ein Gang runter. Aber der ist, glaube ich, noch nichts für uns. Na dann gehen wir nochmal zurück. Ach, Freund. Irgendwas kommt da noch. Da kommt noch irgendwas. Kann man ja interagieren irgendwie? Ja. So macht's Spaß. Ach, das Gumon-Siegel haben wir gar nicht aufgenommen. Mit diesem Schlüssel kannst du die Elendsruinen betreten. Das ist ja klasse. Das Element des Windes findet sich tief in den Elendsruinen, südlich von hier. Es ist nicht allzu weit. Ich kann dir den Weg zeigen. Zeig mir mal den Weg. Tal des Windes, da waren wir ja schon mal. Okay. Neues Ziel. Betritt die Elendsruinen. Oh, wir können noch interagieren. Und was passiert? Keine Ahnung, was ist denn passiert? Was? Wieso ist denn jetzt mit der Verhüllung? Ah, wir können das Licht an- und ausschalten. Ja, das ist ja eine Freude. 100%.
Ja, das sind aber freundliche Gesellen. Aua! Wie komme ich denn da hoch? Ah, ich habe eine Idee. Nee, das war nicht so gut. Aber so ähnlich wollte ich es eigentlich machen. Ah, okay, mit dem seiner Hilfe. Na schön. Tal des Windes. Da unten. An den... Doch, da kann man ran. Wir können ja... Wir versuchen mal, ob wir da rüberkommen. Ja. Oh, hier sind überall so tolle Punkte. Ah, das sind wieder die... Ist da unten irgendwas? Nee, müssen wir... Ja, wir müssen da runter. Da unten sind wieder die beliebten. Wir machen mal hier eine kleine Reise. Na gut. Wir machen mal eine Reise hier nach unten. Was ist los? Ah, was? Kommen wir in das Wasser rein? Hat der uns erwischt? Okay. Mist, das war nichts. Ach komm, geh weg. Ja, ja, war klar. So weit vorne. Also dieser Abspeicher. Das Abspeicherprinzip habe ich irgendwie nicht begriffen. Wir versuchen mal, bevor wir da unten uns hinbegeben. Nach oben, ein Stück nach oben zu kommen. Das sieht ja sehr interessant aus. So. Wie kommen wir da rüber? Wir müssen da... Wie kommen wir da rüber? Wir sind hier, genau. Ja, wir müssen da hoch und dann... Da hoch irgendwie. Ah, ich vergesse immer wieder, ich kann ja jetzt haften. Was ist denn da oben? Okay. Okay. Nee, da hält er sich nicht fest. Da hält er sich nicht fest. Schade. Warum hält er sich da nicht fest? Was ist da oben? Aha. Wieso zeigt er mir das jetzt erst an und vorhin nicht? Ich... Oder zeigt er mir nur die Entdeckten an? Und vor allen Dingen, wie komme ich denn da hin? Einfach so. Wo geht's weiter? Da unten. Achso, und dann sind wir ja auch schon da. Aber ich wollte doch... Ja, ich wollte eigentlich hier hoch und darüber. Ja, das machen wir nochmal. Wir sind jetzt da. Okay.
Jetzt kann ich mich ja festhalten. Das hier fällt mir. Und nach links. Ja. Das gefällt mir ausnehmend gut. Wohin? Erstmal hier rüber. Wo sind wir jetzt? Aha, wir sind hier. Ach, ich weiß da nicht, wie ich da oben das Tor aufkriegen soll. Hier kommt, glaube ich, jetzt ein Vögelchen. Kommst du, Vögelchen? Ja. Ah, oh, jetzt ist das tödlich verunglückt, das Vögelchen. Ja, aber wie? An der Stelle war ich ja schon mal. Ah, ich glaube... Warte mal. Halt, das war der falsche. Ne, das war auch der falsche. Ach so, ich wollte. Ich glaube, da gibt es noch eine Fähigkeit. Wo sind wir denn hier gerade? Wir sind. Oh, da ist ja noch ein. Ich speichere hier mal. Ja, aber da komme ich nicht hoch. Mit dem? Ja, vielleicht komme ich da. Ja, Mensch, Fähigkeiten zählen sind toll. Aber da drüben, wie ich da rankomme. Da gucken wir doch mal rein. Hier, wir brauchen mehr Feuerkraft. Vergrößert den Radius, verursacht Schaden beim Stampfen. Ermöglicht es, die Geisterflamme erheblich schneller abzufeuern. Was kommt hier? Erhöht die Ausbeute bei Geisterlicht. Ermöglicht es, Ori mit einem Turbo-Sprint. Ja, pff. Sauberes Wasser. Halbiert die Kosten. Na, wir machen mal erstmal hier drüben den Hallo? Wir machen mal den Stampfer. Dann brauchen wir hier die Schnellflamme. Vergrößert den Radius und verursacht Schaden beim Stampfen. Ach, und verursacht einen Schaden. Okay, also. Der Schaden wird nur höher. Mal gucken, vielleicht kann ich da hinten. Ich habe nämlich mal was gesehen. Das geht? Nein. Das geht nicht. Na gut. Wo wollen wir denn? Ach, wir wollten hier hoch und dann da. Ja, aber da hoch kommen wir. Ah, vielleicht sind da. Ja. Ja. Nochmal reingucken. Tut mir leid. Rüber, ganz nach links. Hä? Ich bin gestorben.
voll gestorben. Mal ein bisschen zusammen, Junge. Na klar. Ist okay, das Zusammenreißen. Ich weiß. Ja, super. Super. Das machst du großartigst. Ach, das ist mein Licht. Ja, vor dem Erfolg steht die Arbeit. Wie weit sind wir denn noch? Achso, hier oben. Bin ich da jetzt an? Ja, aber wir wollen. Ja, wir wollen erstmal darüber. Genau da wollen wir hin. Und jetzt, Scheiße. Muss man den ganzen Weg nochmal gehen, wenn wir da hoch wollen? Das ist aber traurig. Da drüben kann man abspeichern. Das ist ja klasse, wenn das geht. Ah, da können wir natürlich uns auffüllen und abspeichern. Das freut mich. Ja, nichtsdestotrotz. Ich will da noch. Ich will da noch mal. Vögelchen. Ach, der hat sich selbst verletzt. Jetzt geht's hier einfach hoch. Ja, aber wie komme ich da rein? Kann man ja abspeichern. Aber ich habe abgespeichert. Gut, ich hätte natürlich. Ich will aber da nochmal hoch. Ja, tötet mich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin böse. Wenn das nicht immer wieder ein Eigentor war. Wie soll man denn da rüberkommen? Mist. Jetzt bin ich extra hier hochgegangen. Und hab mir wieder ein Eigentor gelegt, sozusagen.
Ach, naja. Die beiden, die kriegt man halt noch nicht. Traurig, aber wahr. Aber wisst ihr was? Wir beschließen hier die Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Ori and the Blind Forest.